Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Heute spielen wir ein Spiel, was ich euch unbedingt mal gezeigt haben wollte, meine Freunde. Und zwar spielen wir heute den Smoking Simulator. Wenn es drei Sachen gibt, die ich hasse, sind das den Hundescheiße treten, Dehner und Master Scorpion. Ja gut, vier. Und Rauchen. Das sind dann vier Sachen, die ich hasse, Leute. Da wisst ihr auf jeden Fall auch schon mal mehr als ich über mich selber. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was es mit dem Smoking Simulator überhaupt auf sich hat. Schöne Musik hier. Smoking causes lung cancer, heart disease, alle Krankheiten. You don't even look that cool doing it. Why don't you take this tip from a friendly neighborhood developers and stop smoking in real life and just do it virtually. Interessant, wir rauchen jetzt nur noch virtuell. Welcome, valued employer, and thanks for showing up for another the company. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, willkommen bei der Firma und wir gucken mal ganz kurz, was uns hier erwartet. Day one, work. Cool leaf desk. Okay, gut, was kann ich jetzt hier machen? Ich kann mich bewegen. Ich kann... rauchen. Ich kann jetzt hier rauchen. You're fired. Ah, ich darf also nicht drin rauchen wegen den Rauchmeldern. Okay, das macht schon mal irgendwo Sinn. Ich glaube, ich starte das Spiel nochmal. Ja, ich würde gern, aber ich meine, wie hätte ich denn wissen sollen, dass ich dann rausfliege, wenn ich in der Firma rauche und einen, ja, Feuerwehreinsatz verursache? Das kann ich ja nicht wissen an der Stelle, oder? Ich meine, ganz ehrlich, Leute, woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Ich rauche nicht, ich bin selber kein Raucher. Also, ich habe ja keine Ahnung, wie. Gut, schauen wir einfach mal ganz kurz. Okay. Leute, denkt dran, Rauchen ist scheiße und das wollt ihr nicht machen. Okay, work. Wir können jetzt erstmal hier arbeiten. Start. Work. Ja, nein, ja. Boss, get off the office now. Oh. Ja, gut. Game. Make us more dollars. Okay. Total cost, price per unit. Ja, I said now. Okay. Wir gehen einfach mal. Exit. Money. Web. Okay, ja. Dann gehen wir zurück und verlassen einfach mal unseren Platz. Und ich glaube, wir müssen. Boss, now. Ja, wir gehen ja schon. Ist ja okay. Oh Gott, was passiert jetzt? Ich glaube, ich muss rauchen. Okay, Smoke Area. Achtung, Leute, ich muss rauchen gehen. Oh mein Gott. Was? Nein! Aber ich musste doch nur rauchen. Ich verstehe dieses Spiel absolut gar nicht. Gut, hinzu kommt, dass ich halt nie wirklich gearbeitet habe und nie geraucht habe. Vielleicht versuchen wir das noch einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt endlich. Okay. Also, jetzt lese ich mir auch wirklich durch, was da steht. Also, pass mal auf. So, wir arbeiten natürlich jetzt erstmal ein bisschen. Day one. Wir arbeiten erstmal. Okay. So, dann haben wir hier Work. Wir gehen mal auf Start. So, Work. Was steht hier? Radiated Red Poison. Price per Unit, Total Cost. Nein. Nein, aber das macht ja alles gar keinen Sinn. Purchase Order. Nee, ich kaufe das jetzt. Okay, ich hätte vielleicht nichts kaufen sollen. Vielleicht gehen wir zurück und verlassen mal unseren Schreibtisch und gehen ganz kurz mal in den Pausenraum, denn ich muss jetzt dringend eine rauchen, Leute. Ihr kennt das. Das ist ganz wichtig, wenn der Druck so hoch ist. Man muss unbedingt Stairs. Oh Gott, nee, hier wollte ich nicht hin. Ich glaube, ich muss gar nicht arbeiten, oder? Ich glaube, es reicht, wenn ich. Oh Gott. I said now. Ja, alles gut, Boss. Ich gehe schon. Ich muss nur ganz kurz. Oh. Sehr schön. Und geil. Das war auf jeden Fall schon mal ganz nice. Ja, ich glaube, ich muss in sein Büro. Ich glaube, ich muss in sein Büro kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich komme ja schon, Boss. Alles gut. Ich must depose cigarette first. Ja, wohin gehört die Zigarette? Da ist ein Mülleimer. Get in here now. Ja, alles gut, alles gut. So, okay. Ich komme schon, Boss. Alles gut. Ich komme schon. Ja, I'm leaving you for the milkman. Oh Gott, hier arbeitet unser Boss. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Alles klar, ich komme. Da ist unser Chef. Das sieht nicht so gut aus. Oh mein Gott, okay. Oh Gott, ich habe noch lange nicht mehr geraucht. Chef, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Chef. Es tut mir wirklich leid. Ich muss auch rauchen, Chef. Ich muss rauchen. Rage Mode. Okay, was passiert jetzt? Ich mach jetzt alles kaputt. Mach alles kaputt hier. Alles mache ich kaputt. Ich habe nicht geraucht. Ich muss zerstören.
Ich muss zerstören, ich habe nicht geraucht, also muss ich töten, oder was? Ich zerstöre im Klo alles! Jetzt wurde ich wieder entlassen. Okay, wie kommt man denn bei diesem Spiel überhaupt weiter? Ich verstehe das nicht. Es geht wohl darum, dass ich genügend rauche und genügend arbeite. Okay, wir schauen nochmal, ob das... Ich meine, ist das der wirkliche Arbeitstag eines Menschen, der in einem Büro sitzt? Ich habe 3 Jahre meine Ausbildung gemacht, aber so anstrengend war es auf jeden Fall nicht. Und ich hatte nicht die ganze Zeit den Drang zu rauchen. Okay, was ist, wenn wir jetzt erstmal was anderes machen? Wir können hier nicht rausgehen. Okay, wir könnten hier theoretisch eine Zigarette wegschmeißen. Wir haben hier Toiletten. Was haben wir hier? Conference Room. Hier könnten wir... Oh nein, ich wollte nicht rauchen. Ich wollte nicht rauchen. Alles gut. Must dispose cigarette first. Ja, okay, Leute, pass auf. Wir rauchen jetzt erstmal. Und dann, wenn wir geraucht haben, ja komm, dann hier, Zigarette hier rein, so. Wir gehen jetzt erstmal eine rauchen, Leute. Und wenn wir geraucht haben, dann sind wir viel entspannter und können direkt arbeiten. Oh nee, wo kriege ich jetzt Kippen her? Oh nein, ich habe nur eine Kippe gehabt. Okay. Das ist jetzt natürlich scheiße. Wo kriege ich Zigaretten her? Oh nein, ich habe nur eine Zigarette. Okay, hier muss doch irgendwo ein Zigarettenautomat sein. Öffne die Tür. Zigaretten. Ich brauche ganz dringend Zigaretten. Oh Gott. IT-Department. Die haben immer Kippen, die Jungs. Mach die Tür auf. Oh nein, die Tür geht nicht auf. Ich kann nicht rein. Verdammt, okay. Oh, ich muss dringend Zigaretten haben. Lag hier nicht eben irgendwo eine Kippe? I'm pregnant. Och, scheiß drauf. Ich muss rauchen. Ich brauche irgendwo Zigaretten. Bitte gib mir Zigaretten. Hat nicht irgendwer hier Kippen? Nein, ich raste. Was ist, wenn ich nicht ausraste und nichts kaputt mache? Was ist, wenn ich ausraste und... Oh Gott, das war ich nicht. Tut mir leid. Ich bleib einfach nur hier stehen, okay? Und wenn ich jetzt nichts kaputt mache, müsste ich doch im Umkehrschluss nicht rausfliegen, oder? Ich meine, also, das ist doch die logische Schlussfolgerung, oder? Oder verstehe ich das falsch? Okay, gut. Bin ich jetzt gefeuert oder nicht? Ich stand hier nur rum. Aber warum wurde ich denn gefeuert? Ich habe nichts gemacht. Der Kopierer ist von alleine umgefallen. Okay. Gut, worum geht es hier eigentlich? Geht es hier ums Rauchen oder ums Geld verdienen? Okay, vielleicht muss ich auch Geld verdienen, damit ich mehr Zigaretten kaufen kann. Das kann natürlich sein. Gott, ist das stressig, das Leben, Alter. Wenn man zigarettenabhängig ist, ist es echt nicht leicht, Leute. Glaubt mir, wenn eure Eltern zigarettenabhängig sind, wisst ihr genau. Okay, to do. Approve 22 POs by tent meeting at 3 a.m. Okay, okay. Aber warte mal, wir haben auch hier, da habe ich nämlich was gesehen. Da liegen Zigaretten. Da liegen nochmal 2 Zigaretten. Das heißt, ich muss nur die Work- und Zigaretten-Balance finden. Okay, gut. Ich muss auf jeden Fall ein paar Sachen approven. Work. Ja. Okay, get to my office now. Ich muss schnell zu meinem Chef. Quit. Okay, ich muss ganz kurz. Oh Gott, nein. Ich wollte doch nicht. Oh Gott. Okay, quit. Gut, cool leave desk. Okay, alles klar. Ich muss schnell zu meinem Boss ins Zimmer. Ich muss ganz kurz nur rauchen, Chef, okay? Ich komme sofort. Ja, ich komme. Alles gut, Chef, ich komme. Ich muss nur schnell rauchen, weil wenn ich nicht rauche, dann habe ich ganz andere Probleme. Okay, wir gehen ganz kurz rauchen. Ziehen kurz die Zigarette hier durch. So, hier. So, sehr schön. Ja, Boss, alles gut. Wir schmeißen die Kippe hier rein. Ja. Found a leak in the scene, going to fix, cost 5000. Ja gut, ist egal. Kann ich jetzt die Zigarette hier nehmen? Sehr gut, okay. Wir haben eine neue Zigarette gefunden. Ja, Boss, ich komme, Boss, alles gut. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass der Boss uns schnellstmöglich anschreit. Okay, ich komme, Boss. Oh Gott. Ach Gott. Ja. Ja, alles gut, Boss. Es tut mir wahnsinnig leid. Oh nein, ich wollte nicht rauchen. Ich wollte nicht rauchen, Chef. Was ist, wenn ich jetzt hier kurz rauche? Ist das okay? Wenn ich nur ganz kurz die Zigarette einmal... Wenn ich ein bisschen rauche, fällt es nicht auf. Okay, ich kann ein bisschen rauchen. Alles gut. Okay, ganz schnell, Leute. Wir müssen ganz schnell... Wenn ich langsam rauche, Leute. Wenn wir ganz langsam rauchen, geht es. Okay, alles gut. Alles gut. Was? Nein! Hä? Wie kann das denn jetzt sein? Ach Gott, verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich schon wieder entlassen worden bin. Okay. Also, wie machen wir es jetzt am besten? Ich muss überlegen. Ich muss das Rauchen und das gefeuert werden in irgendwie eine Balance bekommen, okay. Ich klicke sämtliche POs einfach durch. 22 POs müssen wir einfach machen, also scheißegal. Dann renne ich raus, rauche ganz schnell und nehme direkt noch eine Kippe mit. Kann ich nicht, oder? Egal. Wenn ich in Rage-Mode komme, dann fliege ich automatisch raus, glaube ich. Dann ist es egal. Okay, einfach alles. Ja, okay, Chef, alles gut. Oh Gott, unser Stresslevel ist so hoch. Oh nein, klappt das? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay. Okay, alles gut. Wir gehen. Wir müssen ganz schnell rauchen. Ja, alles gut. Boss, wir kommen. Ich muss nur ganz schnell. Oh Gott. Nein. Wenn ich jetzt nicht ausraste, dann kann mir doch theoretisch nichts passieren, oder? Wenn ich nichts kaputt mache, ich stehe jetzt einfach nur hier rum, dann sollte doch der Logik nach nichts kaputt gehen.
und ich könnte meinen Job behalten. Ich will doch nur in Ruhe rauchen und für Sie arbeiten. Was ist denn Ihr Problem, verdammt nochmal? Okay, alles gut. Ja, ja, Chef, ich komme. Ich komme gleich wieder. Alles gut, okay. Wenn ich jetzt nichts kaputt mache, dann sollte es doch komplett easy sein. Dann sollte das doch gar kein Problem darstellen für mich, oder? Warum werde ich denn gefeuert, wenn ich nichts gemacht habe, verdammt nochmal? Das ist doch einfach nur beschissen, dieses Spiel. Ach, scheiß doch drauf. Mir reicht. Ich will nicht mehr. Nein, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Es reicht mir. Okay, Leute, das war's vom Zigaretten im Büro rauchen Simulator. Absolutes Scheiß-Game. Es ist mir viel zu schwer und anstrengend. Vielleicht versuche ich es nochmal bei 400.000 Likes einen zweiten Part davon aufzunehmen. Vielleicht nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der geborene Raucher. Fangt nicht an zu rauchen. Sonst endet ihr nämlich so wie der Kerl. Das wollt ihr nicht. Rauchen ist scheiße. Also raucht niemals in eurem Leben. Und wenn ich einen von euch rauchen sehe, dann, keine Ahnung, nehmt ein Feuerlöcher und steckt euch den in die Nase und brennt eure Zigaretten in eurer Hosentasche nieder. Irgendwie so. Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann den Crystal Meth Simulator spielen. Oder so. Tschüss.